Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anno 1800. Drei Sachen stehen für heute an. Einmal die letzte Phase des Gerichtshofs bauen, beziehungsweise die Phase abschließen. Dann brauchen wir Eisen und wir brauchen Kautschuk. Das ist so der Plan für heute. Eisen brauchen wir, damit wir Stahl machen. Kautschuk brauchen wir, kann ich auch mal kurz zeigen, für die Hochräder. Und auch da brauchen wir das Eisen für. Aber wir werden jetzt mit der dritten Phase anfangen. Die wird wieder 10 Minuten brauchen. Haben wir die Rohstoffe? Ne, uns fehlen noch ein paar Ziegelsteine. Ja gut, dann warten wir, bis wir die 80 Ziegelsteine zusammen haben. Ich gucke nochmal ganz kurz. Nichts sieht so aus, als ob es pausiert wäre, was mit Lehm zu tun hat. Oh, jetzt habe ich 20 Steine ausgegeben. Das war jetzt nicht ganz so schlau. Aber vielleicht wird da jetzt mehr angeliefert. Sieht's denn aus? Vielleicht liegt es ja auch an der Weiterverarbeitung. Ja, okay, nimmt auf jeden Fall ab. Das ist okay. Das heißt, wir produzieren auf jeden Fall. So, wie sieht's bei Bad Salz aus? Die feiern gerade das Bierfest. Hier haben wir ein Lehmvorkommen, Steinkohle und Kupfer. Das bringt uns nicht viel. Da wir Eisen brauchen, ja gut, Lehm würde sich vielleicht noch anbieten, aber dadurch müssten wir halt alles hier auf Arbeiter umstellen. Hier haben wir ja schon mit dem Eisenabbau begonnen. Hier fehlen die Rohstoffe. Oh, habe ich mittlerweile alles aufgebraucht, was hier mal gebraucht worden ist. Mehl fehlt. Schweine. Wo habe ich denn jetzt mein Lager hier? Da. Ja, Schweine ist auf 0. Mehl ist auf 0. Getreide ist voll. Schade, da ist kein Platz mehr. Das passt. Hier kann man noch einen Weg hinmachen. So, damit sollte das behoben sein. Ich mach mal eine auf Pause. Und anscheinend brauchen wir nochmal eine Schweinefarm. Ich guck gerade mal, ob die da hinpassen würde. Ja, es wird vom Platz her sogar gehen. Dann mache ich das doch. Auch hier bräuchten wir eigentlich mal was Richtung Lehm, damit wir die ganzen Straßen updaten können. Ach, das war Schafe, was ich da gemacht habe. Ne, das ist dann natürlich nicht ganz so geplant gewesen. Dann kommst du einfach mal wieder weg. Aber wir haben ja hier mehr als genügend Platz eigentlich. Wir können ja hier noch nach oben beliebig bauen. Hier ist mittlerweile alles zu, okay. Du hast alle Felder, die du brauchst. Würde ich sagen, fangen wir doch hier hinten nochmal mit einer Industrie an. Dann sind wir nicht so nah an den ganzen Bauernhäusern. Hätte ich die dann sortiert, dass das passte. Waren die gedreht? Komm, machen wir so. Hier oben will ich nochmal irgendwann ein Feld haben. Deshalb habe ich hier auch Platz gelassen. Da könnte man nochmal ein Getreidefeld oder sowas machen. Jetzt die Frage, reicht das für das Lagerhaus? Ja, ist zwar ein langer Weg, aber müsste reichen. Sonst kommt hier oben nochmal irgendwann eins hin. Ah, leider sind die hier wieder im Minus. Ich will mal gerade gucken, wie viel Lehm haben wir hier. Ach, wir haben ja noch nicht mal eine Lehmgrube. Eisen einmal, ja, das bauen wir ja auch ab. Aber dass die hier kein Lehm haben, ist auf jeden Fall
Also wäre eine unattraktive Insel als erste Insel auf jeden Fall. Dann müssen wir wohl mal weiter gucken, was wir hier noch für Inseln haben. Ein paar haben wir ja hier, wo wir einfach nur ein Gebäude drauf haben. Die haben wir eingenommen. Auf der Insel haben wir auch kein Lehm. Eisen hätten wir, aber Eisen braucht Arbeiter. Stück, das wäre jetzt noch nicht mal so viel. Aber wir bräuchten Lehm, wäre halt auch ganz wichtig. Das haben wir gerade nicht. Deshalb würde ich auch sagen, hier bauen wir gerade mal erstmal nicht. Das sieht doch nach einer Insel aus, wo man viel abbauen könnte. Kupfer, Stein, Eisen und einmal Lehm. Haben wir hier Rohstoffe? Nein, leider nicht. Schon mal sehr gut. Neue Befehle? Ihr habt alle noch geladen, ne? Leider ja. Komm, dann nehmen wir dich. Du nimmst jetzt einfach 50 Lehm mit. Dann verzichte ich jetzt erstmal auf die dritte Phase. Dann nehmen wir nochmal Bretter mit. Und das soll jetzt helfen, hier was Segel setzen. aufzubauen. Gehen wir auch mal direkt in die neue Welt. Die ist sehr gelb. Da haben wir viel eingenommen. Jetzt brauche ich noch eine Insel, wo wir am besten schon was gebaut haben. Da haben wir, glaube ich, nur. Ne, wir haben drei Inseln, wo wir schon gebaut haben. Die und noch die hier unten. Ich suche gerade Kautschuk. Da ist Kautschuk. Was brauchen wir dafür? Kautschukplantage. Ja, 10 Arbeitskräfte ist in Ordnung. Oh, hier haben wir auf jeden Fall eine sehr negative Bilanz. Ein letzter Blick. Erwische ich Sie bei besonders guter Laune, Direktor? Ich danke Ihnen Und für ja, das apropos Vertrauen, Einfluss, ich Direktor. habe gegoogelt, man kriegt pro Einwohner kriegt man Einfluss. Den Einfluss, also ich glaube 400 Einwohner oder so, dann gibt das ein bisschen Einfluss. Dann den Einfluss, den man in Gebäude und in Schiffe gesteckt hat, das kriegt man wieder, wenn Schiff man. unter Beschuss. Was habe ich denn hier hinten gebaut? Okay. Das kriegt man wieder, wenn die Sachen abgerissen werden, beziehungsweise zerstört werden. Und da waren sich meine Quellen uneinig. Entweder kriegt man für jeden Investor noch Einfluss oder für jedes Haus, wo ich aber glaube, dass es jedes Haus sein müsste, weil jeder Investor wäre dann doch ziemlich viel. Also für die nächste Stufe, die dann, für die nächste und letzte Stufe, die wir dann auf der, in der alten Welt einschlagen. Jetzt habe ich hier einmal Kautschuk. Reicht das? Wie viel brauchen wir denn wohl davon? Kostet ja eigentlich nicht allzu viel. Spielstand Ach komm, gespeichert. machen wir nochmal ein zweites, damit sich das lohnt. Denn die Wege werden auch weit. Muss gleich mal gucken, was genau wir hier alles herstellen. So, hier machen wir Kautschuk. Was haben wir hier? Mais. Das Lager ist voll, Jefe. Ja, Kaffee wäre auch ganz wichtig, wenn wir das mal loswerden würden. Denn in der neuen Welt, wo wir gerade sind, produzieren wir Kaffee. In der alten sind wir noch nicht so weit, dass wir es bräuchten. Hola. Was war das jetzt? Ach, Mais. Ja, genau. Dann haben wir hier Fleisch. Das ist doch bestimmt Bananen. Volles Lager. Ja. Das ist auch nochmal Kaffee. Und nochmal Mais. Also haben wir alles zweimal außer Bananen jetzt. Gut, was sagt denn das Lager? Bretter gehen runter. Lehm haben wir hier viel, aber da bauen wir das hier ab. Es würde rein theoretisch gehen. Sieht aber nicht so aus. Ich würde nämlich ganz gerne hier auch mal ein paar mehr Einwohner haben, einfach für Steuern und im Zweifel dann auch für Einfluss, aber das ist eigentlich gerade nebensächlich. Baukosten kosten nur 500, also wir würden so an Holz rankommen, ohne irgendwas groß machen zu müssen.
Öl ist natürlich auch nochmal irgendwann interessant. Wir könnten einen Ölhafen machen, Öl wegholen. Aber brauchen wir so viel Öl gerade? Das müssen wir auf jeden Fall auch mal gucken. Melonen waren ja mal ausverkauft. Das ist vielleicht nochmal wichtig, darauf zu achten. Aber ich will jetzt erstmal hier das Kautschuk anpflanzen. Das soll auch gleich, oder das wird ja jetzt angepflanzt. Und ich kümmere mich gleich noch um den Abtransport. Ich will jetzt allerdings erstmal, wo stelle ich denn am besten? Ja, hier soll alles, hier kommen Wohngebäude hin. Da ist ein Lager, dann gehen wir doch hier zwischen. Platz ist ja noch gerade genug da. Ich hoffe, das reicht. Ach, es kostet auch nur Geld, okay. So, dann sorgen wir hier schon mal für Bretter. Dann können die sich schon mal mehr oder weniger selbst versorgen, dass wir dann, wenn hier viele Bretter sind, wir neue Gebäude bauen können. Für Lehm brauchen wir, glaube ich, Arbeiter, hier haben wir 100. Musste ich mal hier Gebäude schon verbessern. Wieso haben wir denn hier... Oh, eigentlich haben wir doch nur Journaleros. Oh, da müssen wir gucken, sonst werden Ponchos gefragt. Alpaka-Farm würde auf dieser Insel sogar gehen. Das geht überall. Und eine Poncho-Weberei würde auch gehen. Oh ja, dann, wenn wir eh bauen wollen. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Wo setze ich das? Ich setze das hier hin, dann können wir später nach, wenn es passt, nach oben hin ein Feld drumherum bauen. So, dann haben wir das schon mal. Jetzt fehlen uns natürlich die Bretter hier. Das heißt, ich muss gleich nochmal wiederkommen. Beziehungsweise ich gucke mir erstmal die Handelsroute an, die wir hier haben. Wie heißt denn unsere Stadt hier? Okay, dann müsste das ja das hier sein. Heißt, wir haben sogar noch Platz. Wir laden Bananen und Baumwollstoff und machen dann noch Kautschuk. Jetzt wüsste ich, wie das aussieht. Da. Das laden wir natürlich. Da entladen wir das. Das Schiff hat noch die eine Kapazität frei gehabt. Dann holen wir das jetzt auch direkt da weg. Und dann können wir eigentlich das Schiff nehmen. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel Baumwolle mittlerweile noch brauchen. Spielstand. Gespeichert. Na, falsch herum. Das wird natürlich jetzt auch eine lange Zeit dauern. Aber machen wir mal eben so. Ja, das wird nachher, oder das wird dann hoffentlich auch mehr abgefragt, wenn wir dann hier mal soweit sind. Gucken wir mal hier unten, hier generieren wir ja auch ein wenig steuern. Aber hier sollten wir auch im Minus sein, bei der Baumwolle, die wir hier machen. Ja, und auch hier haben wir leider keine Bretter. Das hätte ich, glaube ich, von Anfang an machen sollen, damit ich viel schneller eingreifen kann und mich einwohnertechnisch vergrößern kann. Ich gehe jetzt einfach, ich mache jetzt hier eine Schneise rein. Hier kommt nochmal irgendwann Industrie hin. Weil auch hier dreimal Gold ist auch gar nicht so schlecht. Öl sogar 13 Mal. Also wenn wir irgendwann Öl brauchen, können wir hoffentlich hier ganz gut Geld verdienen. Das heißt, wir holen dann alles Öl aus der alten, aus der neuen Welt und bringen das in die alte, denn hier kann man, glaube ich, kein Kraftwerk bauen. Ne, das geht nämlich nur in der alten Welt. Aber bei den Ölvorkommen, die wir hier auf den ganzen Inseln haben,
Machen wir den Weg ein bisschen kürzer für das Lagerhaus. Oh, da fehlen Bretter für. Bringen die das denn dann jetzt nach hier hinten? Ne, da müsste jetzt das Lager fehlen. Das war dann jetzt nicht ganz so schlau. Aber dann mache ich erstmal hier noch ein Gebäude hin. Weil wir kriegen ja die Rohstoffe alle wieder. Komm, du kommst einfach hier hin. Dann hat der die 100%. Weil er sich nämlich jetzt schon beschwert. Pausieren wir das. Und hier wird jetzt dann bis auf 10 Bretter hergestellt. Und dann sollte das Problem gelöst sein. Ja, hier fehlen Bretter. Das wird natürlich jetzt hier ziemlich voll. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt gerade genügend, um schon mal Ponchos herzustellen. Würde ich auch direkt mit beginnen. Ja, hier ist ja so viel Platz, komm. Ich die hier hinstelle, könnte das... Machen wir einfach so. So, Ponchos stellen wir nämlich dann jetzt schon mal her. Dann haben wir später das Lager voll, wenn wir sie benötigen. Dann sind wir auch erstmal hier durch. Das Schiff ist mittlerweile angekommen. Da kommen mal wieder die Fenster auch, dann ist das Schiff leer. Das Schiff bleibt erstmal hier stehen als zusätzliche Verteidigung. So, und hier bauen wir jetzt mal eben eine Stadt auf. Ich frage mich gerade, wo es hier wohl am besten wäre. Arbeitskräfte würden wir benötigen. Jetzt gucke ich nochmal. Die wollen... Okay, Arbeitskleidung werden die benötigen. Ich hoffe mal nicht, dass die Wurst wollen. Das wird dann ein bisschen schwierig. Arbeitskleidung müsste man noch so gerade eben hinkriegen. Aber wir müssen ja auch mit dem Standard erstmal anfangen. Und ich würde sagen, ich lerne aus dem, was ich gerade gesehen habe. Und mach erstmal eine, oder kümmere mich erstmal um die Bretter. Wo muss ich denn später hin? Da ist Eisen. Weil das kann ich ja jetzt auch direkt mit in die Planung einbeziehen, dass ich, wo ich das Lagerhaus hinmache. So, dann machen wir hier auf jeden Fall schon mal Bretter, wenn wir die nötigen Arbeitskräfte hätten. Wieso haben wir denn überall 100 von Anfang an mittlerweile? Deshalb hatten wir auch 100 auf der einen Insel vorhin. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Was haben wir hier? So, ich glaube, die Warnung ist schon etwas älter. Also ich könnte natürlich jetzt auch einfach da das Eisenwerk hinsetzen. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist vom Spiel. Ich könnte das ja hier jetzt hinsetzen. Rohstoff habe ich ja dafür. Kommt hier der Weg hin? Jetzt produziere ich gerade Eisen. Das ist Sinn und Zweck. Ah, okay, dafür ist es dann zu wenig. Ich wollte gerade gucken, ob wir auch Lehm hier herstellen können. Was, haben wir jetzt Betriebskosten? Ja gut, wir haben natürlich Betriebskosten. Die kosten natürlich Geld. Aber ich würde sagen, wir machen hier ein paar Arbeiter hin. Kostet uns ja nicht viel. Wir brauchen jetzt eine Fischerei. Ja gut, Marktplatz. Können wir mal gucken. Marktplatz kostet 20. Wirtshaus 20. Okay, 80 Steuern müssten wir einnehmen. Brauchen wir unsere Bauern da. Wunderschön. 10 für ein volles Gebäude. Also bräuchten wir 80
Leute. 10 Häuser. Ich würde sagen, wir... Oh, nee, da ist gerade verkehrt. Wir machen das hier rein irgendwie und vielleicht auch hier rum. Oder machen wir das hier hin? Aber wir können das hier hin machen. Machen wir das direkt hier hin. Na, ich glaube, ich fange mit den Wegen an. So, dann kommt hier noch eine Reihe hin. Und soweit es möglich ist, hier noch was hin. Weil wir bräuchten eigentlich ein paar mehr als die 10. Weil wir haben ja jetzt gerade minus 88. Allein schon was hier ist, also bräuchten wir schon eigentlich 16 Gebäude. 3, 4, 5, 6, 7. Oh Mann. Ich baue einfach eben die Gebäude. So, oder? Kostet das so viel? Marktplatz kostet. So, bevor ich mich da jetzt 10-mal verzähle. Marktplatz und auf der anderen Seite kommt jetzt das Wirtshaus hin. So, 8 Gebäude haben wir schon mal. Jetzt bräuchte. Oh, das war jetzt eigentlich die falsche Reihenfolge. Ich habe aber Glück gehabt. Na komm, wir machen nicht direkt da dran. Denn ich sollte ja auch mich erstmal um die Versorgung kümmern. So, Schiff, Fisch produzieren, wir bräuchten wir noch nicht mal. Ist jetzt ab 50, aber das werden wir ja schaffen. Schiff unter Beschuss. Ja, die 100 werden wir noch nicht schaffen. Das war ich jetzt ein wenig voreilig. Mache ich jetzt hier eine Handelsroute? Lohnt sich das? Okay, hat sich schon wieder erledigt. Nur für Eisen? Wie viel Eisen produzieren wir denn? Oder wie viel haben wir mittlerweile? Oh, wird auf jeden Fall. Ich guck gerade mal. Was für Kupfer, Steinkohle, Zement. Zement ist, glaube ich, das, was wir momentan am wenigsten brauchen. Also Kupfer oder Steinkohle. Wie sieht es denn da auf der Hauptinsel im Lager aus? Ah, schade. Ich dachte, beim Depot kann man das vielleicht auch sehen, wenn man da draufklickt. Kohle ist auf jeden Fall genügend und Kupfer. Spielstand gespeichert. Da wir haben genau 300 Kaffee, das ist einfach das, was wir mal schon mal hier hochgebracht haben. Schiff unter Beschuss. Das ist Quarz, oder ja? Schiff unter Beschuss. Kupfer ist eher gelblich. Da. Ne, nimmt auch zu. Dann brauchen wir eigentlich gerade nichts weiter da auf der Seite, auf der Insel. Neue Ziele. Am liebsten, ja komm, ich mache einfach eine Handelsroute, das ist glaube ich am einfachsten. Wir fahren von hier. Oh, oh ne, erstmal so. Wir laden Eisen, entladen hier, nehmen ein Schiff, was ich wehren kann. Okay, da wird irgendwo das Lager voll sein. Okay, also, das ist das Schiff schon? Ne, das ist ein anderes Schiff. Das müsste das Schiff sein. So, dann gucken wir nochmal hier. Ach, das ist Bad Salz, okay. Aber wir haben hier... Wir hatten hier oben ja nochmal eine Insel, ja gut. Hier könnte man eigentlich alles mit Bauern voll machen. Ach, das ist geil. Ach, das gehört ihr.
Das ist gar nicht meine Insel. Hier wehrt sich ja, hier wird sich nichts wehren. Ich würde sagen, da könnte man doch mal kurz. Ja. Chef unter Beschuss. Ich würde sagen, da kann man doch fast mal Hallo sagen. Die gehörte uns nämlich mal. Weil die ist da so abseits von allem. Ja gut, sie wurde natürlich dann auch angegriffen, sonst hätten wir sie ja nicht verloren. Was würde denn da so ein Anteil kosten? 11.000, okay. Und wir würden nichts kriegen, weil nichts auf der Insel ist. Schiff unter Beschuss. Schiff erster Klasse. Was macht das Schiff hier? Dazu bestimmt das verteidigen, oder? Ah. Das Schiff könnten wir verlieren. Leider. Ah, da fehlen uns die Kanonen für. Um da. Oh. Was habe ich jetzt gerade angeklickt? Achso. Okay, dachte ich, hätte das Schiff noch ausgewählt. Hier, eine Handvoll Blüten. Wir kriegen auf jeden Fall wieder mehr Stahl. Salpetern wäre so das nächste, was wir bräuchten. Boah, das ist aber alles teuer mittlerweile. Wo haben wir denn Salpeter? Hätten wir hier sogar. Salpeterwerk. Wo mache ich? Ist das im Wasser? Freie Küste erforderlich. Wie teuer bist du im Unterhalt? Oh, 500 ist schon eine Menge. Ich verstehe einfach nicht, warum wir mittlerweile so wenig Geld machen. Dafür, dass wir immer weiter wachsen. Und unser Lager sieht. Also, entweder habe ich zu viele Produktionen, viel zu viele. Oder es fehlt irgendwas, was wodurch wir wenig Steuern dann am Ende bekommen. Ja, Brot nimmt ab, das ist leider gerade der Fall. Das haben wir auch schon gesehen, dass wir auch kein Brot mehr produzieren. Ponchos sind noch da. Pelzmäntel sind da, die waren ja auch mal aus. Brillen haben wir. Die Dampfmaschine ist ja für uns selber. Was kommt denn bei denen als nächstes? Ach, Hochräder. Beziehungsweise Kaffee. Kaffee haben wir ja. Deshalb würde ich sagen, gucken wir, dass wir nochmal Gebäude aufwerten in der nächsten Folge. Allerdings erst. Und dann auch den Kaffee mal hier hochbringen, dass wir da nochmal bei den Handelsrouten gucken, dass wir da auch zuverlässig was hier hinliefern und eventuell dadurch nochmal mehr Steuern generieren. Und wir haben die 80 Leben geknackt, das machen wir allerdings auch in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao.